Psycho versus Brad. Eine kurze Analyse zum Fall David K. Madden Jacksonville Landing Shooting. Nach strenger Klassifizierung gehört es an sich in die Klasse der Brianskschen Rohrkrepiere, das heißt eine geringe Anzahl an Opfern, rein quantitativ natürlich, und letztlich dennoch Suizid. Jetzt zu der Persönlichkeit des David K. Interessanterweise fast gleicher Name wie David Kosacz. Aber es ist ein David Katz. Das ist eine Community, eine Gaming-Community, und dort war es sehr üblich, dass man sehr viel socialized miteinander. Das hat er überhaupt nicht gemacht. Es ist auch so, dass seine Eltern getrennt waren. Er zwangsweise bei der Mutter aufwuchs, mit der Mutter aber gar nicht konnte. Zigmal, und da denke ich an Dunblane, an den Täter von Dunblane, zigmal Briefe geschrieben hat, in denen er das ausdrückt und um Hilfe sucht. Keiner nimmt ihn ernst, okay. Dann war der auf diesen Gaming-Conventions da, auf diesen Feiern und Turnieren von Madden NFL. Und hat ihm dort gespielt und gewonnen und auch Geld gewonnen. Und das war sein Beruf, kann man so sagen. Daher ge gehört das, so wie auch bei David Kosacz, in die Kategorie der Workplace Killings, welche mein Schwerpunkt sind. Und er war anders. Er hat wirklich immer stoische Miene gehabt. Er hat mit niemandem socialized, wie auch, wenn er das auch gar nicht gewöhnt ist. Und da gibt es ein ganz kleines Begebnis, das aber so gut zeigt, wie sehr solche Leute gekränkt werden. Es war so, dass ein paar Leute sich ein Uber-Taxi genommen haben, um zurück in die Unterkunft zu fahren. Und sie ließen den David draußen stehen, und in dem Uber-Taxi mittendrin, da saß eines seiner Opfer, namentlich Elijah. Ich kann den realen Namen nehmen, er ist überall im Internet. Und ja, letztlich kam es zum Shooting, und Elijah wurde abgeschossen, und auch ein zweites, leider Kollateral Opfer. Und das ist mir besonders leid tut, weil der wirklich lieber war, der nur für seine Familie was dazu verdienen wollte. Aber jetzt zum Elijah. Also immer zwangsläufig sind die Erschossenen gelten grundsätzlich als die Guten. Aber ich glaube, dass der, wenn ein David sich in dieser Gaming-Community nicht integriert, dass der dann automatisch auch die Punching Bag, also das Sandsack, darstellt für die Leute. Und der Elijah sich ganz Spaß draus gemacht hat, David aus dem Taxi rauszunehmen. Und das habe ich selber auch mal erlebt, wenn einem wer anderer mitgeführt wird und man selber, ich habe das zweimal erlebt, man selber da steht und nicht weiterkommt, und danach noch verhöhnt oder bestraft wird, das ist ganz, ganz starker Tobak, obwohl das eine komplette Alltagssituation ist und sich teilweise auch zufällig ergeben kann oder eben aus Boshaftigkeit. Also ich bin aber überzeugt davon, dass dieses Opfer Elijah eher ein boshafter Typ gegenüber dem David Katz war, wobei ich jetzt keinerlei Mitleid gegenüber dem David Katz, sondern einfach nur analysieren, wie war die Situation. Lustig ist immer, und das ist schon wie das Amen im Gebet, immer man suche ein Motiv. Nein, am Ende verurteilt man halt den, der durchgeknallt ist, und moralisiert vor sich hin. Jetzt, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, wie der David spielt, wie der David gewinnt. Ja, er hat wirklich immer diese stoische Miene gehabt. Und da muss man schon irgendwie schauen, wenn jemand immer so gleich reinschaut. Es ist so, dass der David K. Definitiv Aufenthalte hatte, offenbar wegen Schizophrenie, welche ich nicht erklären kann, weil die außerhalb meiner Sphäre liegt. Grundsätzlich möchte ich sagen, wenn wer anders ist, wenn wer zum Beispiel immer Maske trägt, wenn wer zum Beispiel immer Handschuhe trägt, wenn wer zum Beispiel immer Schlüssel um den Hals trägt, bitte so lassen und nicht erpressen mit, wenn du das nicht ablegst, bekommst du kein Geld und keine Existenzgrundlage mehr und keine Versicherung. Das kann es nicht sein. Lassen Sie bitte die Leute so, weil es erzeugt unnötig Stress nur wegen eines ihrer Machtspiele. So geht's nicht, und das geht dann oft ziemlich schlecht aus, wie diese ganzen Fälle, die ich hier analysiere. Ja, ich bin noch den Parameter 3 schuldig. Ich mache es spannend. Es sind dazwischen noch ein paar Zwischeneinschaltungen, bis ich zum dritten Parameter meiner durch die Umwelt erzeugten Störung komme.